Wenn ich denke, dass es sich an die Mitglieder des erweiterten Direktoriums der Nationalbank richtet und dass von diesen Herren erwartet werden kann, dass sie ein hohes Sensorium für das, was man tut oder lässt, haben sollte, dann würde es knapp genügen. Im Detaillierungsgrad allerdings lässt es zu wünschen übrig. Was ist denn der kritische Punkt? Ja, der kritische Punkt ist der, dass zunächst geklärt ist, dass Transaktionen für das Nichtfinanzvermögen, also in Devisen meine ich, zulässig sind, dass dann aber bezüglich Anlagen in Devisen ein doch etwas unklares Feld gegeben ist. Zum einen, dass es überhaupt erlaubt ist, dass man solche tätigt. Und dann ist diese obskure Bewilligungspflicht in Artikel 7 des Reglementes durch den Präsidenten des Bankrates wären Bewilligungen auszusprechen, das Verhältnis zu noch regelkonformen Anlagen dieser Bewilligungsvoraussetzung ist unklar. Ich finde es stoßend, dass jemand in dieser Funktion überhaupt auf die Idee kommen kann, selber Anlagen in Währungen zu tätigen, und das müsste verboten werden. Also doch einige Kritikpunkte Ihrerseits, dann müsste das Reglement also Ihrer Meinung nach angepasst werden, beziehungsweise könnte man sagen, Währungsgeschäfte für Nationalbanken müsste man ganz verbieten. Ja, man müsste sie insofern ganz verbieten, als man ausnahmsweise, wie das übrigens jetzt im Reglement auch schon vorgesehen ist, für private Zwecke, Reisen etc. auch Devisen kaufen oder verkaufen kann. Aber auch das müsste überwacht werden. Aber ansonsten könnte sich die Nationalbank ja am Verhaltenskodex der FINMA, der im Übrigen publiziert und jedermann zugänglich ist, orientieren. Dort sind völlig klare Regeln für die Mitarbeitenden der FINMA festgehalten, und das ist State of the Art und Best Practice. Aber könnte man dann umgekehrt nicht einfach auch sagen, Philipp Hildebrand, mangelt es an Fingerspitzengefühl in dieser Angelegenheit? Ja, also für diese Transaktionen, über die wir hier reden, namentlich die Anlagen des Geldes aus dem Hausverkauf Staat und weitere Transaktionen, das ist nicht nachvollziehbar, wieso er so etwas in dieser Position tut. Daher würde ich diese Frage für diese Transaktionen sicher bejahen. Umstritten ist ja noch, ob Frau Hildebrand oder der SNB-Präsident selber die Dollarkäufe in Auftrag gab. Sind denn im Reglement auch die Angehörigen mit einbezogen? Nein, die sind nicht ausdrücklich mit einbezogen. Das ist selbstverständlich ein Mangel, aber nicht wirklich eine Lücke. Herr Hildebrand weiß, dass das selbstverständlich auch gemeint ist, seine Frau und weitere ihm Nahestehende. Und im Übrigen ist es rechtlich völlig irrelevant. Frau Hildebrand hat mit Vollmacht ihres Mannes auf seinem Konto die Transaktionen getätigt. Sie als Stellvertreterin ihres Mannes, hier gilt das Obligationenrecht, Artikel 32 fortfolgende, kann nicht mehr tun als der Kontoinhaber selber. Das heißt, die Regeln, die für Herr Hildebrand gelten, die gelten dann auch für seine Frau. Sonst könnte ja mit Vollmachten jede Regelung leicht umgangen werden. Also letztlich ist es diesbezüglich irrelevant jetzt, um diese Frage zu beantworten. Also dann habe ich das richtig verstanden. Dann ist diese ganze Frage, die in der Presse diskutiert wurde, ob er oder seine Frau diese Käufe tätigen, diese Frage ist irrelevant. Nein, nein, die ist natürlich nur irrelevant, wenn es jetzt darum geht, ob die Regeln gelten. Die gelten für beide. Aber sie ist selbstverständlich relevant, weil jemand erzählt jetzt die Unwahrheit. Und die Öffentlichkeit hat einen Anspruch zu wissen, wer diese Transaktion in Auftrag gegeben hat und wer hier lügt, weil jemand lügt.